Guten Morgen, ihr Lieben. Nach dem kleinen Energiespiel von eben kommen wir jetzt wieder zu den harten Fakten des Lebens, eurer kollektiven Tagesenergie. Oh, und wir haben hier die Ruten und wir haben die Herzen. Sehr interessant. Also, hier möchte ich gerne Streit der Liebe weichen. Und mit dem Ring und dem Bären hier harte Fakten geschaffen werden. Eine Verbindung möchte geknüpft werden. Raus aus den Streitereien. Vielleicht liegen hier zwei Menschen, die sich immer so ein bisschen zoffen und sich nicht so wirklich eingestehen wollen, was hier Phase ist. Jetzt soll hier aber Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und es soll hier in die Verbindlichkeit gehen. Mal gucken, was das Tarot sagt. Ja, drei der Münzen. Gemeinschaft. Zusammenarbeit. Geht ja schon mal gut los. Heute schweigt ihr. Mhm. Ja, Page der Schwerter. Impulsives Handeln. In der Hinsicht natürlich nicht unbedingt so schön, wenn ich mir die Routen da oben angucke. Also es geht hier nicht darum, Ideen umzusetzen und ja, Projekte abzuschließen, sondern wirklich nicht mehr zu impulsiv zu sein. Drei der Kelche, wieder Hinweis auf Gemeinschaft, Freundschaft. Vielleicht seid ihr miteinander befreundet und da fetzt es öfters mal. Wie gesagt, da ist ein bisschen mehr als nur Freundschaft im Spiel. Drei der Schwerter. Hier ist also noch Altlasten oder hier sind Altlasten, die noch gelöst werden dürfen. Vielleicht sogar bei euch beiden. Mit der Sonne kommt hier Versöhnung rein. Mhm. Mit dem Wagen geht es hier schneller vorwärts. Und die Herrscherin und der Münzkönig liegen hier auf dem Tisch. Im Übrigen, das gilt auch für Frau, Frau und Mann-Mann-Beziehung. Ja, wir sind hier geschlechterunspezifisch im Tarot und im Orakel und Lenormand und überhaupt beim Kartenlegen. Ja, sie liegen hier also beide zusammen, sind hier bereit mit den Sechster Schwertern für die Neuausrichtung. Es soll hier mehr Dynamik reinkommen. Und all das, was vorher so frustrierend war, möchte hier beendet werden. Der Tod, die Wiedergeburt. Vielleicht wird jetzt hier einfach aus Freundschaft endlich das, was sein soll, die Liebe. Auch wenn hier noch Zweifel auf dem Tisch liegen. Vielleicht ist es auch manchmal Zweifel, gerade wenn sich Freunde kennen, weil sie doch die Macken des anderen gut kennen und vielleicht auch so die ein oder andere ja, Liebesgeschichte kennen und wissen, wie das ausgegangen ist. Aber es möchte gewandelt werden mit den Neuner Kelchen in Freude und Genuss. Also, ihr Lieben, wenn es da öfters mal knistert, dann macht dann doch ein Feuer drin.